Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge SnowRunner. Und Jan sieht das Update nicht. Nee. Und ich glaube, ich komme hier nicht hoch, oder? Doch. Boah, es ist einfach nur... Das ist ein übler Weg, den ich hier jetzt ausgesucht habe. Ja, das heißt, das Upgrade muss ich dann ja gleich irgendwie noch holen. Boah, ich komme hier doch nicht hoch. Wie blöd auch, dass ich zu einem verlorenen Anhänger fahre, obwohl... Ja, toll. Okay. Dann würde ich sagen, ich prüge mich mal irgendwie zum Damm. Ja. Das heißt, ich muss da rüber. Prügel dich mal zum Damm. Also hier wäre die Differentialsperre jetzt nochmal Gold wert, wenn ich sie schon hätte. Deswegen liegt sie wahrscheinlich, das Upgrade auch da unten. Wenn du dann einen anderen Weg gefahren wärst, den jetzt hier runter, dann hättest du die Differentialsperre gekriegt und hättest dir gedacht, toll, die hätte ich jetzt auf den Weg nach oben gebraucht. Ja. Aber ich bin ja von der anderen Seite gekommen. Ach so, der AAT, ne? Das, was wir in der vorletzten Folge als Upgrade eingesammelt hatten, ist für meinen hier, ne? Der ja? AAT-Motoren, ja. Ah, okay. Ist mir mal so aufgefallen. Und dann habe ich erstmal den ja, fast größten Motor hier jetzt eingefügt, ne? So, wie fahre ich denn jetzt? Ich fahre wieder in den Norden. Muss ich auch erstmal gucken. Ich komme hier nicht hoch. Das letzte Stück. Ah, doch. Ah, komm schon. Komm schon. Du bist ein Chevy, du schaffst das. Nice. Nice. Oben. Dann können wir jetzt in Ruhe zur Werkstatt ballern. Müssen wir auch, weil wir haben nur noch 16 Liter. Ich glaube, ich muss mir mal auch mehr Sprit mitnehmen. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt so viel in dich reingepumpt. Dass du jetzt gleich nichts mehr hast, wa? Naja. Wenn ich hier nämlich so einen Berg erklimme, verballer ich 9 Liter die Minute. Krass. Aber gut, ich habe jetzt 10, 9, zwischen 9 und 10 habe ich ja auch hier. Oh. Na gut, dann bin ich eher so zwischen 7 und 9. Aber ich sollte noch nach Hause kommen damit. Ich glaube, weit habe ich es nicht mehr. Ganz zur Not, ich bin kurz vor der Werkstatt. Ich glaube, wenn ich da jetzt auf Bergen drücke, kann man mir das dann noch nicht verscherzen, sondern verzeihen. Scherz hast es dir dann auch. So. Auch wirklich hier fast auf dem letzten Liter, ey. 8 Liter. Und jetzt biege ich rein hier zur Werkstatt. Ich habe auch nur noch 8 Liter. Aber ich habe noch ein bisschen. Oder habe ich noch so ein bisschen Reserve so. Hier? Mach rein in die Werkstatt. Kraftstoff nachgefüllt. So, als erstes Diffsperre. Zack. Oder ist da eine Tank auf dem Weg? Ja. Ah, okay. Diffsperre drin. Und das andere war so bei Zusätze, ne? Verschiedenes. Was Side denn? Pipe, Schwellen. Die bringen mir jetzt nichts. Wo war denn das? Ne, da. Rahmenzusätze, ne? Was möchtest du denn machen? Ach so, ja. Rahmenzusätze. Sprit. Aber nur ein Ersatzrad zum Beispiel bringt auch nur ein Reifen. Okay. Ja, und der Rest ist dann halt... Eine kleine Menge an Vorräten. Kraftstoff
und grundlegendes Werkzeug für Selbstreparaturen im Feld. Genau. Den kleiner ich Gepäckträger. Dieser, naja, Gepäckträger, ich will das. Ich habe ja schon ein Pickup. Dann kann ich das auch hinten drauf knallen, ne? Ja. Ja, machen wir das. Das kaufen wir jetzt mal. Das Gute ist, dann haben wir sogar noch ein bisschen mehr Gewicht auf der Hinterachse. Ich komme hier nicht hoch. Dann wollen wir mal gucken. Hab ich schon neue Reifen? Ne. So, die Schlammreifen. Oh, ich will die Schlammreifen haben. Die sind Offroad und Schlamm exzellent. Gut auf der Straße schlecht, aber es interessiert mich nicht. Dafür muss ich erstmal Rang 7 erreichen. Ich bin aber erst 5. Und Ketten? Bei Rang 10. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Also Rang 7. Motor haben wir ja den dicksten drinnen. Den V8. So, ist das Dings jetzt die Differentialsperre jetzt dauerhaft oder ist die Differentialsperre nur zuschaltbar? Das weiß ich nicht. Schau. Das Chevy umschaltbar steht hier, Diff-Sperre. Also werde ich es zuschalten können. So, Werkstatt verlassen. Nur im Lastgang verfügbar. Okay. So. Ach so, das Reparaturwerkzeug, was auf der Ladefläche ist. Ja. Doch. Ach nice, ist sogar doch mit Kraftstoff. Ach, das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Wäre auch eine Ladefläche. Ups. Vor allem gibt's dafür auch einen Schnorchel. Nein. Gott. Manchmal bin ich auch behindert. Ich bin behindert. Ich hab's schwarz auf weiß. Ah, Mann. Was hast du schwarz auf weiß? Ich hätte fast das Spiel, dass ich behindert bin. Ach so. Ich hätte fast das Spiel verlassen. Ja, 39 Zoll kann ich mit dem. So, jetzt gucke ich mal eben. Lastgang. Ja, ich kann die Differentialsperre zuschalten, wenn ich will. Geil. Dann gucken wir mal jetzt. Wo wollten wir hin? Den Dings runter. Den Damm, ne? Ja. Okay. Wir haben auch hier noch nicht wirklich eine Mission gemacht, ne? Ja, gut, aber... Doch, wir haben ein bisschen die Dings freigeräumt, ne? Ich bin so ein okay, Troll. Da ist er. Ach, wir haben ja noch zwei Upgrades. Einmal den Damm rüber und das andere. Ich mache erstmal das andere. Kann ich dann gleich mal die Diff-Sperre ausprobieren? Gut. Du fährst den Damm rüber, ja? Ich fahre jetzt erstmal den Damm rüber, genau. Aber dann müssen wir mal abklären, sehe ich jetzt noch irgendwelche Upgrades nicht? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch den West von der Farm. Was? Westlich von der Farm. Westlich von der Farm habe ich gar nichts. Da sehe ich einen Anhänger. Ja, da drunter.
Da siehst du ein Upgrade? Da liegt ein Upgrade. Ne, das habe ich schon eingesammelt. Vor 2 oder 3 Folgen. Ich raff's nicht. Mhm. Fragen wir mal so. Fahr mal den Damm rüber. Und wenn du beim Damm dann in Richtung Osten abbiegen würdest, siehst du das da, was am Strand liegt? Nö. Nö. Aber das ist einfach erklärt. Also das ist einfach erklärt, ne? Da fährt so ein Weg längs und dann ist da so ein einzelner Baum am Ende. Ja, genau, so ein einzelner Baum mit so einem Strand, was so ein bisschen wie so ein Maul aussieht oder so. Ja, kann man so sehen, okay. Okay, da ist ein Upgrade, da fährst du jetzt hin. Gut. Dort Mug, wieso? Und ich probiere mich hier nochmal. Auf geht's. Gott. Jetzt habe ich ja meine Diff-Sperre. Das ist ja Druck im Weg. Der Druck. Oh! Ja? Ich wusste gar nicht, dass hier so ein Loch direkt nach der Werkstatt kommt. Erstmal voll reingebrettert. Und hinten hoch. Also direkt geradezu, oder was? Mhm. Ja, da bin ich auch eingeberedert in das Ding. Ich hätte auch gedacht, du fährst hier mit außen rum, diese Hauptschau ist einfach lang. Nee, das ist langweilig. Okay. Boah. Ja. Hätte ich es mal doch getan. Oh. Boah. Ja, der Hochgang ist irgendwie der dritte vom vierten. Also. Niedrig plus ist. Man spricht zu dem zweiten, oder? Okay. Alles klar. So, ich bin beim Damm. Das ist doch schon mal schön. Kommst du ja schon mal schneller voran als ich. Habe ich mir wohl doch den beschissenen Weg ausgesucht. Den bin ich auch schon zweimal gefahren. Einmal hoch und einmal runter, den du gerade fährst. Hoch ist der ja, Mission Impossible schon fast. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin auch schon mal hochgefahren. Auf jeden Fall ätzender Kram. Ja. Aber auch runter. Wenn du zu schnell bist, ja, kann das ganz schön bös enden. Ja. Hier brauchen wir. Elemente. Wir brauchen Holz. Ja, geil. Das Lager ist drüben. Wir haben noch nicht mal. Dann müssten wir wahrscheinlich das Holz von links holen, von einer Karte. Wieso gibt's hier nicht Holz? Ich habe noch kein Holz gefunden. Du kannst die ja mal annehmen, die Mission. Und dann gucken wir mal. Hast du? Ja. Okay, zeigt er mir schon wieder nicht an. Wie heißen die? Smartville-Brücke. Mhm. Holzplanken. So. Und ein Lager. Lager auf der anderen Seite oder was? Ah, da, ja. Haben wir noch nicht ganz. Also. Egal, erstmal weiter erforschen hier. Ja. Aber das könnten wir uns als nächstes mal. Dem könnten wir uns demnächst mal annehmen. Das wollte ich sagen. Jo. Kann ich das Upgrade dann auch mit dem Truck einsammeln? Ne? Ich weiß aber nicht, wie der Weg da unten aussieht. Nach Timbuktu da unten muss.
Oh, seine Punktlandung. Nein, das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Ich bin umgefallen. Du hast ja einen Baum da. Ja. Ah, verdammt. Nicht witzig. So, ich bin da. Ah, ja, Diffsperre, herrlich. Ja, und schon komme ich aus dem Schlamm raus hier. Viel einfacher als sonst. Hast du gehört? Was? Ich sehe zwar das Auto. Ja. Mit diesem, sozusagen mit diesem Briefkasten oder mit diesem Karton und Zahnrad da auf dem Dach gesprüht, aber ich kann hier nichts einsammeln. Das kann doch nicht sein, ey. Das konntest du doch sonst auch. Keine Ahnung, frag mich nicht. Oder? Du hast doch auch schon ein paar Upgrades oder habe ich die alle eingesammelt? Ja. Nö, nö. Aber das, was du einsammelst, bekomme ich ja. Also ich habe auch die Differentialsperre für den Dings. Aber ist ja blöd, dass du die nicht einsammeln kannst. Ich meine, wir sind ja jetzt zusammen hier auf dem Server. Ja, weiß ich nicht. Ja, und dann hole ich den auch gleich noch. Ja, reloggen macht ja jetzt wenig Sinn. Dann bin ich wieder irgendwo in Nirvana. Ja. Du kannst ja sonst schon mal gucken, ob du da den nächsten Turm findest. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, wo der ist. Oh, erstmal weiter dem Weg hier folgen. Ne? Muss ja jetzt erstmal wieder rauskommen. Gut, aber der ist sehr einfach zu erreichen. Also wenn du von oben hinter der Dings links abbiegst, hinter dem Damm, dann bist du hier in, weiß ich nicht, ein paar Sekunden eigentlich. Das geht echt zügig. Okay. Ein gut ausgebauter Weg, also das ist schon entspannt. Ja. Alter Schwede, bitte schaffe ich das hier durch, ey. Es gab ein klein bisschen Schaden am Motor. Ich habe ja noch keinen Schnorchel für die Karre. Ah, das ist, ja das ist blöd. Original. So. Upgrade. Differentialsperre. Für. Ich guck mal eben. Für den GMC MH 9500. Das ist schon mal gut. Wenn der eine Differentialsperre kriegt. Auch nur im Lastgang. Macht ja nichts. Aber er hat es. Dann. Oh, schon wieder. Dann muss ich jetzt mal gucken. Dann gucke ich jetzt mal, dass keiner guckt. An Seite? Fahre ich hier links? Ja, mache ich. Oder fahre ich hier links? Ne, hier fahre ich nicht links. Ich probiere es. Jetzt kann mein Auto ja so eigentlich alles. Na, guck mal an, hier steht ein Anhänger. Die machen es uns einfach. Ja? Wir müssen mit dem Truck zwar einmal auf die andere Seite kommen, aber zack, Anhänger. Und da ist Holz drauf. Jo. Das nehmen wir dankend an, ne? Will ich auch sagen. Den kriege ich mit dem Dings, mit dem Jeep nicht gezogen. Das sind diese komischen Vierachsringen, weißt du, mit diesen Seitenstäben. Mhm. Die sich so komisch beschissen ziehen lassen. Warum auch immer. Gut. So. Ich würde sagen, einfach mal der Hauptstraße folgen. Ne? Einfach mal der Hauptstraße folgen. Ich fahre jetzt mal ein bisschen den Kabinenlook. Aus der Fahrerkabine gucke ich mir das mal an hier, was ich hier fabriziere. Ja. Was denn du?
Bin ich jetzt schon wieder zu blöde dafür oder was? Hast du E gedrückt? Ach, nee, alles gut. Ja, hätte ja sein können. Das habe ich jetzt ja gar nicht gemerkt. Dass das schon eine Abzweigung war. Manchmal sind die auch echt versteckt. Also das ist manchmal... Ja, hier ist ganz schön viel... Also die Straße ist... okay. Allerdings liegt hier echt viel Scheiße rum. Also okay. Hier ist Geröll ohne Ende. Boah. Ja, da muss man dann das auch immer vorsichtig sein. Dass man hier nicht Schaden an Fahrwerk oder am Getriebe sogar kriegt. Ja, hast du auch Ersatzmaterial dabei. Ja, also nicht mit dem LKW. Das meine ich. Ja, okay. Das ist immer... Ja, gefühlt können die auch ein bisschen mehr ab. Und hier ist der nächste Anhänger mit... Schön, gab wieder Erfahrungspunkte. Ersatzteile oder so. Ja, einen Pritschenanhänger hier entdeckt. Gibt ja immer Erfahrung. Türme entdecken. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt wieder Geld verdienen und so. Damit wir nochmal mehr freischalten, weißt du? Ist ja auch, also damit meine ich, wir müssen unbedingt mehr Aufträge machen. Damit wir auch wieder Geld und Erfahrung verdienen. Weil nur so schalten wir natürlich auch andere Sachen noch frei. Es wird ja nicht alles gefunden in der Welt. Es wird nicht alles gefunden in der Welt. Naja, manches schaltest du ja auch frei, indem du einfach aufsteigst im Level. Ach so, ja, jetzt mal. Neue Reifen oder so. Andere Trucks. Ja. Andere Trucks. Manche kannst du ja auch gar nicht kaufen, ne? Die kriegst du nicht gekauft, bevor du sie nicht entdeckst. Okay. Und dann manch anderer Truck, den kannst du dir ja dann so wieder... Level unabhängig. Allerdings brauchst du dafür dann, weiß ich nicht, 82.000 oder sowas, sagen wir mal. Ja, das ist schon eine Menge Holz, ne? Also dafür müsste ich, glaube ich, den Chevy verticken. Da muss eine alte Frau schon lange für stricken tun. Auch das. Ey, man eiert sich hier richtig ein ab. Aber alles befestigte Straße bisher, also außer zwei, drei kleine Flecken, ne? So, mal raus, dann kann ich hier. Also es schockt ja auch, ne, mit dieser Fahrerkabinensicht. Oh. Ja, mache ich auch gerade mal einen Moment lang. Oh. Ich bin nicht so schlecht. Was mir halt ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass er da unten so übelst viel rudert. Also ja, er rudert echt viel. Du machst eine Lenkbewegung und dann fährst du immer über Kreuz. Oh. Das sieht gerade aus, als würde ich mit dem Chevy, also als wäre das ein Chevy-Boot. Das ist gut. Amphibienfahrzeug 2.0. Ja, genau. Ah, herrlich. So, muss ich da jetzt hoch, oder was? Ja, hier müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen hochkriechen, glaube ich. Das sieht von der Fahrbahn einfach echt nicht gut aus. Jetzt kippe ich wieder um. Ich kenne mich ja. Nee, lass das mal sein. Ja, genau. Deswegen mache ich hier mit Lastgang, Differential, Sperre. Und er zieht mich hier entspannt, aber langsam hoch. Aber ohne Murren. Ja.
Murren, ohne Knurren. Oha. Nein, nein, nein. Die Kit. Oh, wunderbar. Sehr schön. Kriech hoch, du Sau. Wieder Konzentrationsphase gerade angesagt. Ja, hatte ich eben auch. So, ich glaube. Deswegen habe ich keinen Drehmoment mehr. Keinen Kraftstoff mehr hier. Wir sind. Jo, ich bin auf der richtigen Straße wieder. Wunderbar. Wir fahren gleich über den Damm. Liebe Leute, das machen wir bei der nächsten Folge. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir gleich mal die Karre getankt kriegen. Aber. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.